Schnitt. Ich rufe damit auf Tagesordnungspunkt 1a bis c. Und hierzu hat sich eingefunden, zum einen schon uns wohl bekannt aus anderen Sitzungszusammenhängen, die Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte, Frau Professor Dr. Beate Rudolph, und ihren stellvertretenden Direktor Michael Winterfuhr. Ich freue mich, dass Sie da sind, und Sie kennen ja dann schon die Regularien. Sie haben zunächst die Möglichkeit, 5 bis 10 Minuten einige einleitende Worte zu halten. Und dann ist auch Ihnen sicherlich schon bekannt, wir haben dann die sogenannte 4-Minuten-Regel, bei denen Fragen gestellt und Antworten gegeben werden sollen. Also jeder hat es selbst in der Hand, ob er eine lange Antwort hat oder eine lange Frage stellt. Aber 4 Minuten sind eben 4 Minuten. Für die Linke gelten nur 3 Minuten, und Frau Möhring hat gesagt, dass sie sich digital zugeschaltet hat, nur zu diesem Tagesordnungspunkt. Ich sehe jetzt nicht, ob sie es wirklich getan hat, aber im weiteren Verlauf, sie ist ja als Letzte dann dran, werden wir das feststellen. Gut, das sollen meine Einführungen entsprechend gewesen sein, und Sie klären das unter sich, wie Sie die Zeit entsprechend aufteilen. Ich würde aber dann natürlich der Hierarchie folgend zunächst Frau Professor Rudolph das Wort erteilen. Bitte schön. Herzlichen Dank, und herzlichen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, den letztjährigen Bericht des Instituts zur Menschenrechtssituation in Deutschland vorzustellen. Sie wissen es, er betrifft den Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023. Und wie immer behandeln wir im Menschenrechtsbericht ausgewählte Bereiche, in denen gemessen an den menschenrechtlichen Verpflichtungen Deutschlands Handlungsbedarf besteht. Und wir setzen darauf, dass der Bundestag und die Bundesregierung sowie die Länder unsere Erkenntnisse und Empfehlungen aufgreifen. Der Bericht hat 6 Themen und enthält über 40 Empfehlungen. Das Schwerpunktthema wird mit Ihrer Erlaubnis, Herr Vorsitzender, unser Kollege Erik Töpfer vorstellen. Er hat federführend das Kapitel erarbeitet und wird dann auch gleich die wesentlichen Ergebnisse zusammenfassen. Und Michael Windfuhr, der stellvertretende Direktor des Instituts, wird den Jahresbericht für 2022 vorstellen. Zum Menschenrechtsbericht des Instituts, hier möchte ich als erstes Thema das Thema Gewalt gegen Frauen nennen. Denn in Deutschland erfährt jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben physische und oder sexualisierte Gewalt. Betroffen sind Frauen und Mädchen aus allen gesellschaftlichen Schichten. Die Istanbul-Konvention verpflichtet Deutschland dazu, Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt zu verhindern, vor ihr zu schützen und sie wirksam strafrechtlich zu verfolgen. Es geht dabei um eine zentrale Voraussetzung für eine freie Gesellschaft, dass Frauen frei von Gewalt und Bedrohung leben können. GREVIO, das unabhängige Überwachungsgremium für die Istanbul-Konvention, hat für Deutschland umfangreichen Handlungsbedarf festgestellt. Und über die Umsetzung der Empfehlungen muss Deutschland im kommenden Jahr berichten. Zentrale Empfehlungen von GREVIO und auch des Instituts betreffen eine umfassende nationale Strategie zur Umsetzung der Istanbul-Konvention sowie die Sicherung des Zugangs zu Schutz und Beratung für alle gewaltbetroffenen Frauen. Wichtig ist auch unsere Empfehlung, gewaltbetroffenen Frauen, deren Aufenthaltsrecht vom gewalttätigen Ehemann abhängt, ein eigenständiges Aufenthaltsrecht zu ermöglichen. Wir haben dafür konkrete Vorschläge vorgelegt. Das zweite Thema betrifft den Klimawandel. 2023 war das heißeste Jahr seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen. Naturkatastrophen nahmen weltweit zu, und deshalb hat der Klimawandel auch im Berichtsjahr Politik, Justiz und Öffentlichkeit beschäftigt. Aus menschenrechtlicher Perspektive beobachten wir mit Sorge übermäßige staatliche Reaktionen auf Klimaproteste. Wir haben in unserem Bericht den Fokus auf Präventivhaft gelegt. Denn Präventivhaft greift schwer in die Versammlungsfreiheit ein, wenn sie gegen Protestierende eingesetzt wird, also beispielsweise KlimaaktivistInnen. Bei der Anordnung von Präventivhaft müssen die Gerichte berücksichtigen, dass friedliche Sitzblockaden von der Versammlungsfreiheit geschützt werden. Deine Versammlung ist friedlich, wenn sie frei von schwerwiegender Gewalt ist. Störung des Verkehrs ist keine solche schwerwiegende Gewalt. Das machen die internationalen Menschenrechtsgremien ganz klar. Ein weiteres Thema unseres Menschenrechtsberichts betrifft den Wohnungsbau. Wohnen ist die soziale Frage unserer Zeit. Das Recht auf Wohnen ist ein Menschenrecht.
für alle Menschen. Wir haben beobachtet, dass in der öffentlichen Debatte um die Förderung des Wohnungsbaus bis heute eine Gruppe von Menschen weitgehend untergeht. Das sind Menschen, die aufgrund von Behinderung, hohem Alter oder Pflegebedürftigkeit auf barrierefreien Wohnraum angewiesen sind. Bereits jetzt besteht eine Versorgungslücke und die Prognose für die kommenden Jahre ist eine Lücke von mehr als 2 Millionen Wohnungen. Der UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen hat Deutschland ausdrücklich wegen des Mangels an bezahlbarem barrierefreiem Wohnraum kritisiert. Und deshalb empfiehlt das Institut Bund und Ländern nachdrücklich, im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung nur noch barrierefreie Wohnungen zu fördern. In unserem Bericht geht es auch um die rund 15 Millionen Kinder und Jugendlichen in Deutschland. Viele von ihnen wollen mitbestimmen und sie haben nach der UN-Kinderrechtskonvention auch das Recht dazu. Aber die Möglichkeit zur politischen Mitbestimmung sind für sie begrenzt. Eine wichtige Möglichkeit der Mitbestimmung ist das Wahlrecht. Deshalb begrüßen wir es sehr, dass der Bundestag für die Wahlen zum Europäischen Parlament das Mindestwahlalter auf 16 Jahre gesenkt hat. Diese Absenkung hat die Koalition in ihrem Koalitionsvertrag auch für die Bundestagswahlen verabredet. Geschehen ist aber bisher nichts, jedenfalls nichts für uns Erkennbares. Bundestag und Bundesrat sollten sich zügig mit einem entsprechenden Gesetzentwurf befassen, damit ab der nächsten Bundestagswahl auch Menschen ab 16 wählen können. Denn es geht darum, dass junge Menschen die Zukunft unseres Landes mitbestimmen können. Um Teilhabe geht es auch bei unserem letzten Berichtsthema, dem Schutz von Menschen mit Behinderungen vor Diskriminierung durch Private, die Güter und Dienstleistungen für die Allgemeinheit bereitstellen. Denn nur durch wirksamen Diskriminierungsschutz wird sichergestellt, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Deshalb müssen, wie wir im Einzelnen gezeigt haben, das Behindertengleichstellungsgesetz und das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz geändert werden. Soweit meine Einführung und jetzt würde ich gerne Herrn Töpfer das Wort geben für das Schwerpunktkapitel. Das Wort geben lassen durch Sie, Herr Vorsitzender. Ja, erstmal vielen Dank, Herr Töpfer. Nahtlos können Sie anschließen. Ja, vielen Dank. Ich darf das Schwerpunktkapitel vorstellen, was wir dem Thema gewidmet haben, Risiken rassistischer Diskriminierung durch und in der polizeilichen Datenverarbeitung. Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussionen um Diskriminierungsrisiken in der Polizeiarbeit wollten wir wissen, wie es um die polizeiliche Datenverarbeitung bestellt ist. Dabei ging es uns nicht um die Einstellung einzelner Polizeibeamtinnen oder Beamte, sondern um Strukturen und strukturbedingte Risiken. Denn Informationssysteme und die Art, wie dort Daten und Wissen archiviert und verarbeitet werden, prägen das Handeln einzelner Beamtinnen und Beamte in hohem Maße, zumal die Bedeutung von Informationstechnik auch bei der Polizei erheblich wächst. Unsere zentrale Frage war, wie und unter welchen Bedingungen die Polizei diskriminierungssensible Daten verarbeitet, insbesondere Daten, aus denen, wie es im Datenschutzrecht heißt, die rassische oder ethnische Herkunft hervorgeht. Dabei handelt es sich um Daten etwa über die Hautfarbe oder eine vermeintliche ethnische Herkunft, aber auch um Angaben zu Namen oder Sprache, die unter Umständen stellvertretend gelesen werden können. Gemäß Artikel 10 der EU-Richtlinie zum Datenschutz bei Polizei und Strafjustiz, der sogenannten JI-Richtlinie, dürfen solche besonderen Kategorien personenbezogener Daten nur unter strengen Anforderungen verarbeitet werden. Im Regelfall ist sie nur dann erlaubt, wenn eine Rechtsgrundlage vorliegt, sie unbedingt erforderlich ist und vorbehaltlich geeigneter Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen erfolgt. Neben einer Auswertung der Literatur haben wir mit Expertinnen und Experten aus Polizei, Datenschutz und Zivilgesellschaft gesprochen und wir haben den Innenministerien der Länder Fragebögen geschickt und gefragt, welche personenbezogenen sensiblen Daten werden polizeilich erhoben und verarbeitet. Welche internen Vorschriften gibt es, um diese Daten zu verarbeiten und welche Schutzmaßnahmen gibt es? Dabei hat sich gezeigt, dass die Umsetzung der JI-Richtlinie in das deutsche Datenschutz- und Polizeirecht unzureichend ist, da sie sowohl mit § 48 Bundesdatenschutzgesetz als auch in den Ländern in der Regel nur mehr oder weniger wörtlich und generalklauselartig übernommen wurde. Im Ergebnis wird nicht hinreichend bestimmt definiert, unter welchen Voraussetzungen die Polizei solche Daten verarbeiten darf. Zudem sind die Vorgaben für Maßnahmen zum wirksamen Schutz der betroffenen Rechte in der Regel unzureichend, da gesetzlich nur selten verbindliche Vorgaben gemacht werden, sondern es mehr oder weniger der Polizei überlassen wird, wie sie sensible Daten schützt. Die Umfrage des Institutes unter den Innenministerien legt außerdem nahe, dass hinsichtlich Schutzmaßnahmen in der polizeilichen Praxis kaum Unterschiede zwischen normalen
und sensiblen Daten gemacht werden. Kürzere Speicherfristen oder Kennzeichnungspflichten, die den Umfang der Weiternutzung einmal erhobener sensibler Daten beschränken würden, sind die Ausnahme. Lediglich die Verarbeitung von Angaben zur Religionszugehörigkeit scheint auf den Bereich des polizeilichen Staatsschutzes beschränkt zu sein. Dabei wurde aber auch deutlich, dass schon die Frage, welche Datenkategorien eigentlich als sensibel gelten, von Innenministerien in typisch föderaler Vielfalt beantwortet wird, sodass nicht einmal die Datenkategorie Phänotyp überall und in jedem Fall als besonders schützenswert gilt. Und so stehen zu Hunderttausenden von Personen in bundesweit standardisierter Form Angaben etwa über den sogenannten Phänotyp oder die Volkszugehörigkeit in polizeilichen Informationssystemen. Sie stehen für eine Weiternutzung genauso zur Verfügung wie andere Daten. Das Gleiche gilt für Angaben zu Namen oder Sprache. Aus der leichten Verfügbarkeit solcher Daten ergeben sich erhebliche Diskriminierungsrisiken, etwa wenn solche Daten ohne Notwendigkeit weitergegeben oder bei Datenabfragen genutzt werden. Anfang September erschien eine Studie der Polizeiakademie Niedersachsen, die über Risikokonstellationen in der Diskriminierung in der Polizeiarbeit berichtete. Als eine Risikokonstellation wurde die Verdachtsschöpfung unter Nutzung polizeilicher Datensysteme genannt. Illustriert wurde dies anhand eines Beispiels aus dem polizeilichen Streifendienst, bei dem Datenabfragen zur Einsatzvorbereitung maßgeblichen Einfluss auf den Ablauf der Einsätze haben. Mit dem Umbau der polizeilichen Informationsarchitektur im Rahmen des bundesweiten Projektes P20 wachsen die Diskriminierungsrisiken. P20 soll die Datenbestände in einem gemeinsamen Datenhaus zusammenführen und für automatisierte Analysen nutzbar machen. Das Diskriminierungsverbot gehört zu den Fundamenten der Menschenrechte. Es besteht kein Zweifel. Polizei und andere Behörden dürfen Menschen nicht aufgrund der Hautfarbe oder anderer physischer Merkmale, tatsächlicher oder vermeintlicher Herkunft oder Religionszugehörigkeit benachteiligen. Das gilt auch für die polizeiliche Datenverarbeitung. Das Institut empfiehlt daher, erstens der Polizei und den Innenministerien mehr Transparenz über Konzepte, Umfang und Praxis der polizeilichen Verarbeitung sensibler Daten herzustellen. Dabei sollte die Polizei ihre Routinen hinterfragen und sich einer kritischen Diskussion stellen. Und zweitens sollten Bund und Länder das Recht der polizeilichen Datenverarbeitung ändern, um zu präzisieren, wann sensible Daten erhoben, gespeichert und weiterverarbeitet werden dürfen und verbindlich zu klären, welche Schutzmaßnahmen notwendig sind. Herr Töpfer, vielen Dank. Dann würde ich jetzt erstmal hier einen Schnitt machen. Wir werden, Herr Windfuhr, wir haben zwei Fragerunden. Ich denke, da wird noch eine Möglichkeit der Ergänzung halt da sein, weil sonst kommen wir mit unserem Zeitschema so ein bisschen dann doch ins Straucheln. So würde ich zunächst Frau Türk Nachbarmann. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich versuche mich so knapp wie möglich zu fassen, damit die 4 Minuten auch voll ausgenutzt werden können. Meine erste Frage geht an Herrn Töpfer. Sie haben zu Recht auf die Diskriminierungsrisiken durch Datenverarbeitung hingewiesen. Und ich gehe mal davon aus, dass die Innenministerien nun wissen, dass es sich um Diskriminierungspotenzial da handelt. Sind denen denn, die Empfehlungen sind denen auch ausgesprochen worden? Wie reagieren diese Innenministerien darauf? Also wie wollen die jetzt vorgehen, um diese Verarbeitung transparenter zu machen und vor allem, wie wird das Ganze dann überwacht? Es gibt ja wohl keine zentrale Stelle, oder? Nein, also wir haben, muss ich sagen, wir haben bisher keine Reaktion aus den Innenministerien dazu erhalten. Überwachen könnten es die Datenschutzbeauftragten. Die sagen aber, dass sie häufiger reaktiv arbeiten, weil sie knappes Personal haben und insofern eigentlich auf Beschwerden, sozusagen auf Beschwerden reagieren. Und gerade von Menschen, die einem erheblichen Diskriminierungsrisiko ausgesetzt sind, kommen wenig Beschwerden, sodass das ein Feld ist, was von den Datenschutzbeauftragten Bund und Ländern wenig geprüft wird. Das finde ich äußerst bedenklich. Also vielen Dank für diesen Bericht und diese Arbeit und diese Öffentlichmachung des Problems. Ich denke an das UPR-Verfahren im letzten Jahr zurück. Ich denke an das UPR-Verfahren im letzten Jahr zurück, wo einige Vertreterinnen und Vertreter dieses Ausschusses auch vor Ort waren und wo es um das Thema Racial Profiling geht, was sehr, sehr häufig genannt worden ist von den UN-Mitgliedstaaten. Spielt das denn auch noch oder geht das dann Hand in Hand, Racial Profiling, Datenverarbeitung, oder ist das so separat zu sehen? Sind das zwei separate Probleme? Also ich würde sagen, das Problem, was wir versuchen zu beschreiben, ist ja ein Risiko, was es gibt, wenn dann sozusagen ohne Notwendigkeit an solche Daten angeknüpft werden,
dann würde ich von einem digitalen Racial Profiling sprechen. Ich gehe ja davon aus, dass das der Sache dient, sonst würden diese Daten ja nicht so verarbeitet werden, wie sie verarbeitet werden. Unterstelle ich jetzt mal. Also, dass es natürlich zum digitalen Racial Profiling dann führt, wenn man diese Daten so einsetzt, wie man sie einsetzt, ohne eben vernünftig zu kategorisieren. Okay. Habe ich noch? Ich habe keine Brille auf, ich sehe das nicht. Weiße auch mit Brille nicht zu sehen. 25 auf meinem Bauch ist es vor allem, das geht auch nicht. Okay. Dann würde meine nächste Frage an Frau Professor Dr. Rudolph gehen. Deutschland hat sich der Umsetzung der Istanbul-Konvention verschrieben. Was müssten wir denn jetzt in dieser Legislatur noch ganz schnell anpacken, um das auch wirklich zu implementieren? Bis morgen Abend, heute Abend. Bis. Im Blick auf die Zeit, ganz kurz würde ich 5 Dinge nennen. Das ist erstens, dass wir bei der Reform des Umgangs- und Sorgerechts Gewalt und das Gewaltschutzinteresse des betroffenen Elternteils und auch der betroffenen Kinder angemessen berücksichtigt werden. Da haben wir detaillierte Vorschläge gemacht. Zweitens braucht es die flächendeckende und diskriminierungsfreie Sicherstellung des Zugangs zu Schutz und Beratung für alle Frauen mit ihren besonderen Bedürfnissen. Das können Sprachkenntnisse sein, das kann Behinderung sein, das können jugendliche Söhne sein, die ein Problem sind, in einem Frauenhaus aufgenommen zu werden. Wir brauchen drittens die Sensibilisierung flächendeckend von Fachkräften und Berufsgruppen, also im Gericht, genauso wie bei Polizei, Jugendamt und in der Medizin. Und dann braucht es eine Gewaltschutzstrategie und eine Koordinierungsstelle, die diese übergreifende Strategie, deren Umsetzung dann begleitet. Bei der Gewaltschutzstrategie gibt es auch schon Handlungen. Wir hoffen, dass das tatsächlich auch zu einem Erfolg kommt. Aber die anderen Punkte sind auch dringend. Wie gesagt, nächstes Jahr muss Deutschland berichten, was es getan hat. Okay, für die CDU-CSU-Fraktion Dr. Jonas Geißler. Also ich darf mich als erstes auch herzlich bei Ihnen für den Bericht bedanken. Und also es ist immer so, auch wenn wir nicht zwingend jede der Positionierungen teilen, halte ich es gut in der Demokratie, dass sich auch staatliche Institutionen immer wieder den Spiegel selbst vorhalten, um auch ihr eigenes Verhalten zu bewerten. Ich möchte dennoch auf einige Punkte eingehen, wo wir definitiv unterschiedliche Auffassungen haben. Also Sie haben zum Beispiel den Bereich Klimawandel und Umgang mit Straftätern im Bereich Klimastraftätern sind Sie sehr ausführlich eingegangen. Und ich möchte Ihnen da einfach mal zurückspiegeln, dass sich das Institut halt selbst auch ein Stück angreifbar macht. Weil wenn sich jemand irgendwo festklebt, ist das ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Wenn er das an einem Flughafen macht, ist das ein gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr, wo Menschen sterben können und was jetzt einfach keine tolle Protestaktion ist, dass man irgendwo vielleicht eine Ölplattform einmalig besetzt, sondern was dauerhaft Menschen in diesem Land gefährdet. Und ich kann mich erinnern, dass wir bei früheren Berichten zum Beispiel uns auch sehr ausführlich über den Umgang mit Corona und Corona-Demonstrationen unterhalten haben. Und ich warne einfach davor, dass man nicht zwingend sich sehr positiv auf die eine Seite stellt und unter Umständen negativ auf die andere. Also einfach als gut gemeinter Rat an das Institut selber. Ich möchte eine Frage zu einem zentralen Thema stellen, was Sie, Frau Professor Rudolph, am Anfang genannt haben. Und es ist der Themenbereich Gewalt gegen Frauen. Mir fehlt im Bericht der Bereich Prostitution. Und gerade wo wir in Deutschland eine gesellschaftliche Debatte führen, auch über das nordische Modell. Jetzt weiß ich, dass Sie das ja durchaus auch in anderen Berichten wie dem Monitor Menschenhandel, der auch von Ihnen erarbeitet wird, behandeln. Aber vielleicht können Sie da einfach mal 2, 3 Sätze zu Ihrer Einschätzung auch sagen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Rudolph. Ja, herzlichen Dank, Herr Geißler. Und in der Tat, also erstmal stimme ich Ihnen zu, dass es wichtig ist in Demokratie, dass man miteinander spricht, sich austauscht und in der Tat unsere Empfehlungen sind welche, mit denen wir überzeugen wollen. Ich hoffe, dass uns das auch in der Diskussion gelingt. Sie haben völlig recht, dass es bei den Klimademonstrationen völlig unterschiedliche Sachverhalte gegeben hat. Was uns wichtig war, deutlich zu machen, und das ist ja auch unsere
Brückenfunktion, die wir haben vom internationalen System ins nationale, ist die Einschätzung der internationalen Menschenrechtsgremien, dass dass ziviler Ungehorsam in Form von Straßenblockaden keine schwerwiegende Gewalt ist, unter die Versammlungsfreiheit fällt. Das ist etwas völlig anderes, ob man das im Straßenverkehr tut, das ist die Einschätzung der internationalen Gremien, oder ob das, zum Beispiel haben Sie genannt, ob es um den Flughafen geht, den Flugverkehr lahmzulegen. Man muss sich jeden einzelnen Fall anschauen, aber aus unserer Perspektive ist es eben wichtig, deutlich zu machen, dass dass der Umgang mit Versammlungen verhältnismäßig sein muss. Und wir haben in der Tat ja auch während der Corona-Zeit darauf hingewiesen, dass, da hat der Rechtsstaat gut funktioniert, dass das Bundesverfassungsgericht frühzeitig die zu weitgehende Einschränkung, das völlige Verbot von Demonstrationen für sozusagen eine goldene Brücke gebaut hat, sichergestellt hat, dass damit Demonstrationen stattfinden können. Und Gerichte sind ja auch über die Zeit sehr zurückhaltend gewesen, Demonstrationsverbote aufrechtzuerhalten. Zu dem Themenfeld Gewalt gegen Frauen, der Frage von Prostitution. Das ist ja ein Themenfeld, was vor allem Frauen betrifft. Wir sind der Auffassung, dass es notwendig ist, die deutschen gesetzlichen Regelungen zu evaluieren. Wir sehen deshalb, warten auf die Evaluation des Prostituiertenschutzgesetzes, um daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Was wir jetzt schon, und das haben wir im Monitor Menschenhandel auch deutlich gemacht, was wichtig ist, dort, wo Prostituierte Betroffene von Menschenhandel sind, brauchen sie vor allem den Zugang zu Schutz und Beratung. Es braucht den Zugang zu Gesundheitsversorgung. Und eine Metastudie des Diakonischen Werkes aus jüngster Zeit über verschiedene Ländersituationen, die alle ihre Spezifika haben, zeigt, dass bei einem generellen Strafbarkeit der Freier, also derjenigen, die Prostitution ausnutzen, dass damit der Zugang zu den Betroffenen verloren geht. Und aus unserer Sicht ist es deshalb wichtig, jetzt, bis wir die Ergebnisse des Prostituiertenschutzgesetzes haben, darauf sicherzustellen, dass die Betroffenen Zugang zu Schutz und Beratung haben. Vielen Dank, Frau Rudolph. Für die Grünen-Fraktion Frau Walter-Rosenheim. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Schön, dass Sie da sind und danke für Ihren Bericht und dass Sie uns heute hier Rede und Antwort stehen. Ich möchte jetzt gar nicht lang machen, damit Sie noch ein bisschen was sagen können. Eines meiner Schwerpunkte ist ja auch Gewaltschutz von Frauen. Es wurde ja bei Ihnen auch eine Stelle, Berichterstattungsstelle eingerichtet dazu, zu geschlechtsspezifischer Gewalt. Vielleicht können Sie uns noch mal sagen, bis 2025 sollten alle Maßnahmen vollzogen werden, bis Ende 2025. Vielleicht können Sie darauf noch mal eingehen, wie es mit der Umsetzung aussieht. Und dann der andere Schwerpunkt, ca. 15 Millionen Kinder und Jugendlichen. Sie haben es gesagt, Wahlrecht mit 16 auf europäischer Ebene ist schon mal sehr gut. Wir wollen es auch auf Bundesebene. Vielleicht, wir wissen, weil das Wort gerade viel Corona, wie viele Kinder und Jugendliche abgehängt worden sind, was wir da eigentlich noch hinterherziehen. Vielleicht können Sie noch ein paar Worte auch dazu sagen. Ja, vielen Dank. Zunächst zur Frage Umsetzung Istanbul-Konvention, Schutz von Frauen vor Gewalt. Was ist zu tun? Die fünf Punkte, die ich eben genannt habe, sind alles Punkte, die aus meiner Sicht in dieser Legislaturperiode noch umgesetzt werden können und auch müssen. Denn die Istanbul-Konvention ist bereits seit über 5 Jahren in Deutschland in Kraft. 6 Jahren mittlerweile. Also es ist an der Zeit, jetzt zu handeln. Ich will vielleicht besonders hervorheben, dass wir ja im Jahr 2023 einen Anstieg der Fallzahlen von häuslicher Gewalt gesehen haben. Und das ist die Spitze des Eisbergs. Wir wissen, es gibt ein Dunkelfeld. Es gibt dazu auch aktuell keine Zahlen. Aber wir wissen natürlich, je mehr Gewalt betroffen hat, desto mehr Bedarf nach Schutz und Beratung. Und deshalb ist aus unserer Sicht ganz vordringlich, dass ein Gewalthilfegesetz, was den Zugang zu Schutz und Beratung sichert, das ist ja auch etwas, worauf Grevio hingewiesen hat. Und ich will damit betonen, es gibt Einwände in Bezug auf Kosten beispielsweise.
Ich frage natürlich, was ist uns eigentlich die Sicherheit von Frauen in diesem Land wert? Und ganz davon abgesehen, wenn man nur in Geld denkt, dass natürlich Gewalt gegen Frauen auch zu wirtschaftlichen Schäden in Deutschland führt, weil diese Frauen ausfallen. Vor allem aber denke ich, dass man sich jetzt auf den Weg machen kann. Wir haben das gesehen bei dem Rechtsanspruch auf den Kita-Platz, dass da ist ja nicht gleich morgen alles da, aber es braucht ein solches Gesetz, damit tatsächlich wir auf den Weg kommen, den flächendeckenden Schutz zu gewährleisten. Und zu den Kindern und Jugendlichen, jenseits des Wahlrechts, so habe ich Sie verstanden, genau, es gibt Studien, die zeigen, Kinder und Jugendliche wollen beteiligt werden, wollen sich beteiligen, haben sich auch in der Corona-Pandemie als nicht wahrgenommen empfunden und das auch durchaus zu Recht. Und insofern ist auf allen Ebenen die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen zu stärken. Das heißt, es müssen Räume geschaffen werden, wo Kinder wirklich mitwirken können, ihre Meinung einbringen können, wo sie ernst genommen werden. Das ist ganz wichtig. Beteiligung heißt nicht, dass sie bestimmen, aber sie müssen ernst genommen werden und sie müssen darin unterstützt werden, auch für sich Positionen zu entwickeln. Ja, herzlichen Dank für die AfD-Fraktion. Herr Braun. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Danke für den Bericht. Zunächst, wir sind ja heute an einem sehr erfreulichen Tag versammelt. Eine der größten Demokratien der Welt hat unbestritten eindeutig einen neuen amerikanischen Präsidenten gewählt. Das ist ein Zeichen für Freiheit und Demokratie. Darüber sollten sich auch alle die freuen, die über das Wahlergebnis vielleicht nicht so glücklich sind. Das zunächst zur Bemerkung. Wir haben hier einen Bericht vorliegen, genauer gesagt zwei Berichte, wenn man es genau nimmt. Das Deutsche Institut für Menschenrechte, das ist ein hehrer Anspruch. Gewalt gegen Frauen ist sicherlich ein berechtigtes Thema. Das kann ich nur unterstützen. Das unterstützen wir als AfD-Fraktion ausdrücklich, dass das bekämpft wird in massiver Weise. Nur man drückt sich natürlich davor, hier Ross und Reiter zu nennen. Und der Begriff Massenvergewaltigung kommt gar nicht vor. Und das ist das Phänomen, was seit einigen Jahren in Deutschland in einer schrecklichsten Weise vorkommt, so wie wir das zum Glück Jahrzehnte vorher nicht erfahren haben. Und da ist, man redet drumherum, macht es sehr allgemein. Ja, und was Herr Dr. Geißler schon gesagt hat, die Verharmlosung von sogenannten Aktivisten im Bereich des Klimaschutzes, was heißt nicht schwerwiegende Gewalttaten, haben Sie gesagt. Das finde ich schon erschreckend. Ja? Das finde ich schon sehr erschreckend, wie Sie hier Straftaten verharmlosen. Das kann nicht die Aufgabe eines regierungsunabhängigen Instituts für Menschenrechte in Deutschland sein. Ja? Das kann keineswegs das sein. Das Regierungsunabhängige ist auch sowieso die Frage bei Ihnen, weil viele Punkte, die Sie anführen, entsprechen ganz genau der grünen Agenda in dieser Bundesregierung. Und auch das Ausblenden von schwersten Menschenrechtsverletzungen, also die schwersten Menschenverletzungen in der Bundesrepublik Deutschland seit 1949 hat es mit den Corona-Maßnahmen gegeben. Und da drücken Sie sich mal wieder drum. Sie weigern sich, jegliche anständige Corona-Aufarbeitung zu machen. Und der Sonderberichterstattung der Vereinten Nationen, der damalige Sonderberichterstatter Nils Melzer, hat Polizeimaßnahmen im Zusammenhang mit Corona-Demonstrationen kritisiert. Und da fehlt mir von Ihnen bis heute eine klare Stellungnahme, genau wie der Bundesregierung. Warum sagen Sie dazu nichts? Vielen, vielen Dank. Keine Zwischendiskussion. Das ist nicht hilfreich für den Sitzungsverlauf. Ich habe jetzt zum Schluss noch eine Frage von Ihnen gehört. Und wahrscheinlich auf diese Frage möchten Sie eingehen. Auf diese Frage habe ich ja im letzten Jahr schon geantwortet. Also Sie weigern sich mal wieder, Fragen zu beantworten. Das ist nicht Ihr Recht übrigens. Sie sitzen hier einem parlamentarischen Gremium, dem Sie Bericht erstatten müssen. Und die Weigerung, Fragen zu beantworten, entspricht nicht dem, wofür Sie Steuergelder kassieren und missbrauchen. Um das mal ganz deutlich zu sagen, Sie verfolgen eine allein ideologische Agenda, die auch noch einseitig ist. Und Herr Töpfer hat da vieles in wohlgesetzten Worten gesagt. Aber zu Gewalt
Gewalt gegen Corona-Demonstranten haben Sie nichts gesagt, obwohl der UNO-Sonderberichterstatter Nils Melzer ausführlich das beklagt hat. Sie sind einäugig und noch nicht mal einäugig unter den Blinden, sondern Sie leugnen komplett Menschenrechtsverletzungen in unserem Land und machen ein Bild von Deutschland, das falsch in jeder Hinsicht ist. So, erstmal, jeder hat das. Stopp. Erstmal hat jeder das Recht, seine gegebene Redezeit zu halten. Jetzt möchte ich erstmal eines feststellen, weil ich ja auch schon seit vielen Jahren im Ausschuss bin. In der Tat wurden die gleichen Fragen beim letzten Mal gestellt. Und ich stelle auch fest, dass beim letzten Mal die Fragen beantwortet wurden. Insofern war die Antwort von Frau Dr. Rudolph, nein, ich stelle das fest, und das ist mein Recht als Vorsitzender, das festzustellen. Und eine kleine Bemerkung zum Miteinander hier im Ausschuss. Es ist das gute Recht eines jeden Ausschussmitgliedes, ordentlich demokratisch abgelaufene Wahlen zu loben, zu preisen und zu verkünden. Aber ich habe schon ein gewisses komisches Bauchgefühl, wenn man sich immer sozusagen seine Wunschdemokratie halt aussucht. Wir müssen jegliche demokratische Entscheidung akzeptieren und nicht sozusagen dahingehend agieren, welche demokratische Entscheidung mir jetzt passt oder welche mir nicht passt. Das ist mal meine Feststellung als Ausschussvorsitzender. Peter Heiter, das nächste Wort. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Eine Bemerkung am Beginn. Hier sitzt eine unabhängige Stelle und Sie sind keine Zeugen, die Pflicht haben, eine Aussage zu machen. Insofern ist Ihre Bemerkung, Sie müssten antworten, falsch. Sie ist einfach falsch. Das will ich am Anfang feststellen. Ich würde dann gerne auf die Frage Klimaschutzaktivisten eingehen. Ich habe das mit sehr großer Interesse gelesen, was Sie geschrieben haben. Ich würde dem Kollegen Geißler ein bisschen widersprechen wollen. Ich glaube, es ist schon die Aufgabe hier von diesem Institut, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und zu fragen, ob das alles so richtig ist. Ich bin ja nun von Haus aus Strafrechtler und ich sage Ihnen, es wird in Deutschland sehr viel abgehört, viel zu viel nach meiner Auffassung. Punkt eins. Punkt zwei ist, dass wir in Deutschland so ein unglaubliches Nord-Süd- oder Süd-Nord-Gefälle haben, wie man sie das machen, handhaben wollen. Im Strafrecht halte ich für problematisch. Und wenn Sie als Hesse einen Dresdner Hooligan am Landgericht in Bayern verteidigen, sitzen Sie mit auf der Strafbank, weiß ich aus eigener Erfahrung. Und deshalb finde ich das schon richtig, was Sie da gemacht haben, das zu problematisieren. Es ist natürlich sehr schwierig, die Justiz und die Gerichte zu kritisieren, weil natürlich eine unabhängige Justiz, und die haben wir, für mich ein enorm wichtiges Gut ist. Und insofern würde ich Sie bitten, wenn Sie das wieder mal aufgreifen, dass Sie sich in Ruhe überlegen, intensiv, wo kann man sozusagen Gerichte kritisieren und wo eher nicht. Das ist etwas, wo ich glaube, da ist Ihr Bericht noch nicht perfekt, aber mein Gott, welcher Bericht ist schon perfekt? Ne? Das würde ich Ihnen mitgeben wollen an der Stelle, weil ich glaube, dass schon die Gerichte in Deutschland sich insgesamt viel Mühe geben, ordentlich zu urteilen. Das ist mein Eindruck als Strafverteidiger. Sie haben vorhin über Behinderungen gesprochen und Wohnungsnot. Ja, vergessen Sie mal da die Kommunen nicht, die sehr viele Aufgaben haben, die sie nicht erfüllen. Sage ich Ihnen als Kommunalpolitiker. Und dann haben Sie in Ihrem Bericht auf Seite 66 angegeben, dass Frauen mit Behinderung doppelt so häufig körperliche Gewalt und dreimal so häufig sexualisierte Gewalt erleben. Da würde mich interessieren, was haben Sie noch für Ideen, diesen Frauen mehr Schutz zu geben, auch im Hinblick, was Kommunen machen sollten. Und Sie haben auch kurz angegeben, die Dunkelzifferanzahl der Fälle geschlechtsspezifischer Gewalt sind Sie eingegangen und dass die Anzeigenbereitschaft bei Frauen nur bei 21,5% beträgt. Was denken Sie, sind die großen Hemmnisse, dass gerade Frauen, bei Männern ist sie deutlich höher, dass Frauen davon abgehalten werden, Anzeige zu erstatten? Unter einer Minute Antwortzeit jetzt. Vielen Dank.
Zu der Frage, Frauen mit Behinderungen besser zu schützen. Ich glaube, es braucht eine, wir sind überzeugt, es braucht eine Vielzahl von Instrumenten. Das eine ist tatsächlich die Stärkung von Frauen mit Behinderungen, gerade auch in Einrichtungen. Da gibt es ja gute Ansätze, zum Beispiel von Frauenbeauftragten in Einrichtungen. Die müssen gestärkt werden. Frauen mit Behinderungen müssen damit befähigt werden, ihr auch über Übergriffe beispielsweise sprechen zu können. Es braucht aber auch in Einrichtungen beispielsweise bessere Möglichkeiten interner Beschwerde, weil was ist, wenn ein Kollege einen Gewaltakt beobachtet, an wen kann er sich wenden, wie kann er oder sie sicherstellen, dass der Fall aufgegriffen wird. Wenn ich darf, noch ganz kurz zu der Frage, ich hatte nur einige Beispiele zur Anzeigebereitschaft in den Hemmnissen. Auch die sind vielfältig. Wir wissen, dass Frauen aus der Erfahrung von Strafverfahren, die sie aus den Zeitungen, aus den Medien entnehmen, Sorge haben, ob sie ein Strafverfahren überhaupt in einem zu Erfolg bringen. Ich glaube, dass wir deshalb auch in Deutschland Gisèle Pelicot extrem dankbar sein müssen dafür, dass sie in Frankreich auf den Tisch in die Öffentlichkeit gebracht hat, dass Frauen den Schutz durch die Gerichte, des Schutzes durch die Gerichte bedürfen. Aber es bedeutet eben auch bessere Sensibilisierung von Polizei und Staatsanwaltschaft beispielsweise und auch von Gerichten. Es gibt Vergewaltigungsmythen beispielsweise, wie sich eine Frau normalerweise verhält bei einer Vergewaltigung. Und da gibt es ganz viele Fehlannahmen, zum Beispiel, dass es gar kein normales, übliches Verhalten gibt, dass also Frauen deshalb oft nicht geglaubt wird. Ich höre hier auf, weil die Zeit schon überschritten ist. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt noch 20 Minuten. Ich würde folgenden Vorschlag machen, weil Herr Windfuhr sozusagen bei der Einleitung ein bisschen zu kurz beziehungsweise gar nicht vorgekommen ist und sich daraus auch nicht die Möglichkeit ergibt, möglicherweise aus seinem Kurzbericht eine Frage zu formulieren, würde ich ihm jetzt die Möglichkeit geben, einmal ganz kurz sein Thema noch mal vorzustellen und dann steigen wir noch mal in eine 3-Minuten-Runde halt ein, also Fragen, Antworten. Ich sehe hierzu keinen Widerspruch. Herr Windfuhr. Ja, herzlichen Dank. Ich stelle ja in der Regel immer den Jahresbericht vor, den zweiten Bericht, der noch mal was zur institutionellen Entwicklung der Institution auch sagt, dass Sie den Gesamtrahmen mitbekommen. Ich möchte zunächst mal darauf hinweisen, dass wir im Jahr 2022 eine ganze Reihe neuer Kooperationen haben. Insgesamt haben wir 35 Kooperationspartner in verschiedenen Veranstaltungen, Publikationen gehabt. Ganz neu ist, dass wir uns sehr intensiv um das Thema Sport und Menschenrechte zum Beispiel gekümmert haben. Der DOSB hat uns eingeladen, der Olympische Sportbund, Sie zu beraten bei der Erarbeitung einer Menschenrechtsstrategie. Wir sind dort im Beirat. Das haben wir inzwischen auch getan und sind dort sehr aktiv. Auch das Innenministerium kam auf uns zu, ob wir nicht mitberaten können, dass die Euro 2024 ein Menschenrechtskonzept erarbeitet, was wir auch intensiv gemacht haben. Wir haben auch während der Euro mit darauf geachtet, dass es einen Beschwerdemechanismus gibt, der sozusagen einzelne Fälle aufarbeitet. Das war ein wichtiger Teil. Zweiter großer wichtiger Kooperationsbereich ist, dass wir intensiver noch mit der Wirtschaft zusammenarbeiten. Wir haben mit dem UN Global Compact Netzwerk ein regelmäßiges Format aufgeführt, dass wir mit den neuen Menschenrechtsberichterstattern, die es gibt in den Unternehmen nach dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz zum Beispiel, regelmäßig Austausche machen, um auch die Anwendung der gesetzlichen Vorgaben letztendlich umsetzen zu können. Insgesamt können Sie den Bericht entnehmen, dass wir in dem Jahr 2022 knapp 7 Millionen sozusagen als Etat hatten, davon eine gute Hälfte institutioneller Förderung, die andere Hälfte durch Drittmittelprojekte. Da gehören auch einige Drittmittelprojekte aus Bundesländern dazu. So ist es zum Beispiel neu gelungen, da haben wir einen Auftrag bekommen aus dem Saarland, uns um die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention zu kümmern. Und ganz neu ist, dass wir jetzt mit dem Bundesland Hessen auch die Erarbeitung zum Monitoring für Kinderrechte aufgenommen haben. Also wir sind bei Behindertenrechtskonventionen in verschiedenen Bundesländern aktiv und eben jetzt auch für Kinderrechte. Das wären vielleicht wichtige Aspekte. Ein letzter Hinweis, wenn Sie den Bericht lesen, stellen Sie jetzt fest, dass wir nicht mehr Abteilung für Abteilung berichten, was wir machen, sondern entlang unserer Strategieplanung. Unser Kuratorium hatte gebeten, doch den ganzen Bericht eben entlang der 10 Themenlinien unserer Strategieplanung aufzuschreiben. Das haben wir diesmal auch gemacht. So finden Sie ja zu den verschiedenen Themen auch gleichzeitig einen Überblick, was haben wir dort sozusagen gemacht. Und Sie können sich dort relativ schnell dann informieren, wo das Institut auch Prioritäten gesetzt hat.
seit dem Fortgang des Jahres. Vielleicht höre ich an der Stelle auf. Ja, ja, herzlichen Dank für den erweiterten Erkenntnisfortschritt. Und ich steige ein in die zweite Fragerunde. Und wieder mal Frau Türk-Nachbauer. Ja, danke schön. Ziemlich kurz. Einmal zu geschlechtsspezifischer Gewalt wieder. Kurze Frage dazu. Inwiefern werden denn die besonderen Schutzbedürfnisse von Asylsuchenden und Migrantinnen und Migranten adressiert? Das würde mich interessieren. Und zum Thema Wohnungsnot hätte ich noch eine Frage. Welche politischen Maßnahmen werden denn vorgeschlagen, um die Wohnungsnot vor allem in Ballungsräumen mit Blick auf soziale Herausforderungen, soziale Gerechtigkeit und Herausforderungen anzusprechen? Vielen Dank. Herzlichen Dank. Wir zu der Frage von Schutzbedarfen von MigrantInnen vor geschlechtsspezifischer Gewalt. Da ist einerseits natürlich notwendig, dass es verpflichtende Gewaltschutzkonzepte in Gemeinschaftsunterkünften gibt, dass diese, deren Umsetzung auch Bestandteil ist für die Beauftragung von Betreibern von solchen Unterkünften. Es braucht aber auch eine bessere Sensibilisierung der zuständigen Behörden, der Gerichte und Polizei, um Maßnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz anzuwenden. Also beispielsweise eine Wegweisung des männlichen Täters, der dort auch verpflichtet ist zu wohnen, muss verbunden sein damit, ihn dann eben auch in eine andere Unterkunft zu bringen. Und dass das ineinander greift und eben nicht der Gewaltschutz daran scheitert, dass die Behörde nicht weiß, wie sie jetzt mit dem konkreten Fall umgehen muss. Das sind einige Beispiele dafür, was auch in diesem Feld geschehen muss. Zur Frage der Wohnungsnot. Wir haben uns jetzt in diesem Bericht mit Menschen mit Behinderungen befasst. Wir sehen aber insgesamt die Notwendigkeit, den sozialen Wohnungsbau zu stärken, weil wir wahrnehmen in Ballungsräumen die Gefahr, dass Menschen ihre Wohnungen verlieren infolge von Mietsteigerungen. Deshalb ist für uns das Thema der Wohnungslosigkeit und vor allem der Verhinderung von Wohnungslosigkeit ein ganz zentrales. Wenn ich darf, da schon so ein bisschen Appetit drauf machen. Wir werden dazu im nächsten Menschenrechtsbericht uns etwas ausführlicher mit befassen. Ja, dann kommen wir zu Dr. Jonas Geißler. Also nachdem der Herr Windfuhr jetzt auch seinen Bericht vorgestellt hat, würde ich da gerne mal in einen Themenbereich reingehen. Und zwar sind es das rassistische Straftaten erkennen und verfolgen. Es wird hier sehr viel von rassistischen und antisemitischen Straftaten geschrieben. Wenn man den Text liest, spielen eigentlich rassistische Straftaten die Schwerpunktrolle und weniger der Antisemitismus. Nachdem der Bericht über die Menschenrechtssituation ja die Jahre 22 und 23 umfasst und der nächste dann auch das Jahr 23, 24, wäre mal meine Frage, inwieweit sich die Schwerpunktsetzung verschieben wird, gerade vor dem Hinblick, dass wir unglaublich viele antisemitische also Gewaltexzesse, Proteste in Deutschland haben, inwieweit Sie hier ein besonderes Augenmerk drauf haben. Vielleicht erst mal zur Erläuterung, was im Bericht steht. Wir haben ja vor allem über das Projekt berichtet, bei dem wir mit einzelnen Ländern zusammengearbeitet haben zur Stärkung der Polizei und Strafjustiz im Bereich Rassismus und Antisemitismus. Und was wir dort sehen, das Strukturelle, ist, dass es eine sehr gute strukturelle Verankerung der Bekämpfung von Antisemitismus gibt, also etwa Antisemitismusbeauftragte, Spezialisten, spezialisierte Staatsanwaltschaften und dass das Gleiche nicht für den Bereich des Rassismus gilt. Also insofern, wo man sagen kann, können Behörden voneinander lernen, von sich selber eben den gesamten Bereich dessen, was unter das Verbot der rassistischen Diskriminierung im normativen Sinne fällt, also Rassismus und Antisemitismus. Das nur zur Erläuterung, warum es sozusagen diese Schwerpunktsetzung im Bericht gab, weil eben dort ein Nachholbedarf ist. Und das Zweite in der Tat, werden wir uns im Menschenrechtsbericht für das Jahr jetzt bis zum Sommer dieses Jahres auch mit der Situation der Zunahme von Antisemitismus in Deutschland befassen.
Wobei es aus unserer Sicht wichtig ist, auf der einen Seite zunächst einmal zu sehen, die Situation von jüdischen Menschen in Deutschland. Also die Bedrohungen, die sie erleben, aber auch die Angst, die nicht unbedingt mit Straftaten zu tun haben muss, sondern mit Antisemitismus, der ihnen in der Bevölkerung auch entgegengebracht wird im Alltag. Also da das also als ein erstes das wahrzunehmen und zweitens dann natürlich wirksam gegen Antisemitismus vorzugehen. Und da sind wir der Auffassung, dass auf der einen Seite das vorhandene Strafrecht besser angewendet werden muss, zum anderen aber, dass es vor allem auch einen Schwerpunkt auf Prävention braucht. Wir können nicht alleine mit Repression Antisemitismus bekämpfen in unserer Gesellschaft, sondern wir brauchen Prävention. Wir brauchen beispielsweise in Schulen, dass nicht nur im konkreten Fall sozusagen die Externe kommen als Feuerwehr, sondern wir brauchen Lehrkräfte, die kontinuierlich zu Antisemitismus in der Schule arbeiten und Schülerinnen und Schüler da heranführen, dazu Antisemitismus abzulehnen und sich gegen Antisemitismus einzusetzen. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort die Frau Kollegin Walter-Rosenheimer. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen, auf den Schutz von Kindern und Jugendlichen. Wir waren vorhin ja ein bisschen knapp in der Zeit, weil ich weiß, dass es da auch viele Ideen gibt, wie man das begleiten kann. Und würde auch gerne nochmal, ich weiß, das war jetzt nicht explizit in diesem Bericht, zum Thema Altersdiskriminierung vielleicht 3 oder 4 Sätze hören. Sie hatten das jetzt nicht explizit, aber es ist ja irgendwie auch mit drin. In Bezug vor allem auch auf die Wohnungslosigkeit, die ja gerade auch oft Ältere betrifft. Und Sie hatten, auch wenn wir noch Zeit haben, noch zur Barrierefreiheit, aber es, ich weiß, es ist... 2:30. Ja, vielleicht beginne ich mal mit dem Thema nochmal Kinder und Jugendliche. Ich nenne nochmal das Beispiel Hessen, wo wir in der Vergangenheit erarbeitet haben, wie sieht es aus um die Partizipation von Kindern und Jugendlichen in Hessen. Ein sehr Projekt, bei dem Kinder und Jugendliche befragt wurden, aber eben auch Akteure, und wo man sozusagen erstmal ein Mapping gemacht hat, sagt, was ist eigentlich da und was braucht es, und auch darauf dann aufbauend Empfehlungen zu entwickeln. Das ist etwas, von dem wir denken, dass das andere Bundesländer auch übernehmen sollten, genau hinzugucken, was hat man eigentlich für Strukturen und wo könnte man Kindern und Jugendlichen den Raum geben, eben mitzugestalten. Weil es gibt natürlich Bereiche, also wo sehr schnell daran gedacht wird, wenn irgendwo ein Spielplatz gebaut wird, werden vielleicht Kinder und Jugendliche gefragt. Aber es gibt vielleicht auch andere Dinge, die die Frage der Gestaltung des öffentlichen Raumes, was wollen Kinder und Jugendliche, was für Räume brauchen sie, Jugendeinrichtungen beispielsweise auch zu benennen, wie die ausgestaltet sein müssen. Das sind Beispiele, wo Kinder und Jugendliche beteiligt werden müssen, aber auch Zukunftsfragen. Wenn man sagt, wie machen wir eigentlich unsere Stadt klimasicher, klimawandelsicher, dann geht es auch darum zu sagen, was heißt das für Kinder und Jugendliche ganz, ganz konkret. Vielleicht zur Altersdiskriminierung würde ich dir, Michael, das Wort geben. Genau, in dem Jahresbericht haben wir zunächst nochmal darauf hingewiesen, dass wir 2022 uns einmal gemeldet haben, auch zu dem Thema Diskriminierung in der Digitalisierung von Älteren. Wir haben darauf hingewiesen, dass viele mit dem Wegfall analoger Angebote viele ältere Leute, auch gerade ärmere ältere Leute, sehr viel Schwierigkeiten haben im Zugang zu Behörden, und dass man den Wegfall analoger Möglichkeiten bei der Bahncard haben, was jetzt gerade sozusagen gut überdenken muss und vor allen Dingen auch in der Behördenpraxis entsprechend reflektieren muss. Ja, das ist also in vielerlei Hinsicht ein wichtiges Thema. Gefragt wurde auch nochmal zur Frage der Inklusivität von Wohnraum. Wir halten es also für sehr wichtig, dass auch in Gesetzen, die sozusagen Vorgaben in Großwohneinrichtungen und so weiter machen, dass man eine bestimmte Anzahl von Wohnungen tatsächlich inklusiv gestaltet, dass das weiter ausgebaut wird. Weil viele Leute, was für Behinderte gilt, ist für viele ältere Leute automatisch das Gleiche, was man an sozusagen Barrierefreiheit gebrauchen kann. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, der gerade in Wohnungsgesetzen, die aber oft von Bundesländern oder die von Bundesländern gemacht werden, berücksichtigt werden sollte. Ja, vielen Dank, Herr Braun. Es ging aber schnell jetzt. Ja. So, 3 Minuten. Ah, jetzt haben wir es. Alles klar, danke. Ja, ich versuche es jetzt mal mit 3 Fragen. Corona, die Maßnahmen dazu kommen,
letztlich in Ihrem Bericht 22 nur mit Bezug auf Behinderte und Kinderrechte zu. Planen Sie noch eine Aufarbeitung des Corona-Unrechts? Planen Sie, das genauer darzustellen? Auch Ihre sehr problematische, um es vorsichtig auszudrücken, Pressekonferenz vom Dezember 22 zu behandeln, wo Sie im Grunde genommen teilgenommen haben an einer Politik der Angst, die sicherlich mit den Menschenrechten nicht vereinbar ist. Die RKI-Files haben jetzt offenbart, dass die Regierung sehr früh schon wusste von der relativen Ungefährlichkeit des Virus. Und sie wusste sehr frühzeitig immer Bescheid, dass es nie zu einer Überbelegung der Intensivstationen gekommen ist. Haben Sie das vor zu bearbeiten oder sind Sie in diese Dinge frühzeitig eingearbeitet worden? Das würde ich jetzt mal an Sie geben, bevor ich die zwei nächsten Fragen stelle. Bitte schön. Ja, eine Aufbereitung der Corona, sozusagen dem Umgang mit der Corona-Krise halten wir für sehr sinnvoll. Im Koalitionsvertrag gab es ja jetzt diesen Vorhaben, auch einen Bürgerrat dafür einzusetzen, der jetzt wahrscheinlich nicht mehr kommen wird oder vielleicht nicht mehr kommen wird. Das wäre, glaube ich, eine sehr vernünftige Ebene gewesen, um auch die unterschiedlichen Stimmen zusammenzubringen und sozusagen von der Entstehung, aber auch den ersten Ängsten am Anfang und dann den Reaktionen darauf zu reagieren. Ich möchte noch mal sagen, dass wir während der Corona-Zeit eben darauf hingewiesen haben, dass sozusagen das Verbot von Demonstrationen grundsätzlich nicht, wie es gehandhabt wurde, rechtmäßig sein kann. Frau Rudolph hat ja schon gesagt, dem haben die Gerichte auch sozusagen an vielerlei Stellen sind im Grunde ähnlich dann geurteilt. Von daher haben wir uns dazu sehr wohl geäußert an der Stelle. Das wollte ich noch mal gesagt haben. In dem Bericht haben wir noch mal auf besondere Probleme von Älteren und von Menschen mit Behinderung und von Kindern hingewiesen in dem Kontext. Ja, das Stichwort Ältere möchte ich gerne nachfassen. Wann haben Sie sich zu den tausenden Menschen geäußert, die unter den Corona-Maßnahmen alleine sterben mussten, weil die Corona-Maßnahmen konsequent Kontaktsperren und Ähnliches beinhaltet haben in Altersheimen, in Krankenhäusern? Wir haben bereits zwei Wochen nach Beginn des ersten Lockdowns ein Papier veröffentlicht, in dem wir eine ganze Vielfalt von menschenrechtlichen Problemen aufgezeigt haben. Sie haben das wahrscheinlich nicht wahrgenommen, das ist bedauerlich. Wir haben auch in der weiteren Zeit in Pressemitteilungen, aber auch in dem, was wir tun in unserer Politikberatung, auf die Probleme hingewiesen von alten Menschen. Und wir haben das insofern möchte ich es zurückweisen, wenn Sie sagen, dass wir uns nicht dazu geäußert hätten. Ich möchte noch unterstreichen, dass die Aufarbeitung des Umgangs mit der Corona-Pandemie etwas ist, was auch vielleicht mit besonderen Befugnissen verbunden sein muss. Also wenn Sie Akteneinsicht beispielsweise haben wollen. Das Institut hat keine spezifischen Befugnisse. Insofern wäre ich dankbar, Sie würden sich dafür einsetzen, dass wir solche Befugnisse bekommen. Dann können wir sicherlich auch manche andere Untersuchungen noch durchführen. Vielen Dank, Frau Professor Dr. Rudolph. Damit hat sich die zweite Fragerunde zu dem Ende erreicht. Ich würde auch noch gerne fragen. Aber mein Gott, ob Peter. Ich war gerade von der Anwesenheit von Frau Amsberg so angetan, dass ich dich vergessen hatte. Tut kein mir Problem, leid. Nachdem heute der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses auch die FDP vergessen hat. Oh Gott, sehen wir das jetzt schon gewöhnt. Sie ist, und der nicht, ist, als der Zeichen. Sie ist nicht als Zeichen, bitte. Ich wollte am Anfang Herrn Wünfuhr danken. Wir arbeiten ja beim DOSB zusammen. Und ich finde, dass das von Ihnen insgesamt sehr gut gemacht wird. Das möchte ich an der Stelle auch mal hinterlegen. Sexualstraftaten und all das, was damit zusammenhängt, sind äußerst schwierig. Ich habe sowohl Täter als auch Opfer vertreten. Und ich finde, die Nebenklage ist eigentlich ein ganz gutes Instrument, Frauen da zu helfen und zu schützen. Aber mein Eindruck ist, es kommt extrem darauf an, ob die betroffenen Staatsanwaltschaften, Polizei, Gericht, auch Verteidiger, Verteidigerinnen geschult sind. Und ich glaube, da hapert es noch. Ich würde mir wünschen, dass das noch mehr passiert. Also, weil, ja, das ist ja etwas extrem Schwieriges, weil man ja auch wissen muss, dass eben manchmal jemand zu Unrecht verurteilt wird. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ich würde noch eine ganz andere Frage stellen wollen. Wie schätzen Sie denn
die Lage bei den transnationalen Repressionen ein? Welche Maßnahmen, ich glaube, dass wir da nicht gut aufgestellt sind als Bundesrepublik Deutschland, welche Maßnahmen würden Sie vorschlagen, um dieser Herausforderung zu begegnen? Ja, also ich sage gerne was zu transnationaler Repression. Ich glaube, das Ausmaß von Repressionen, das autoritäre Regime in Deutschland auch sozusagen Menschenrechtsverteidigern nachstellen, sie bedrohen, sie einschränken, auch Journalisten einschränken, ist erheblich größer, als das allgemein anerkannt wird. Und ich glaube, wir haben zu lange als Gesellschaft uns damit nicht beschäftigt. Wir haben dann den einen oder anderen Tiergartenmord wahrgenommen, aber die Systematik ist festzustellen, 11 Organisationen von die in der Zivilgesellschaft Gruppen aus Tibet oder anderen Regionen verteidigen oder sozusagen organisieren. Hier haben uns darum gebeten, uns da intensiver mit zu beschäftigen. Wir haben neulich einen ersten Workshop dazu gemacht, auch Bundesministerien eingeladen. Und es wäre auf alle Fälle sehr wichtig, systematischer dem nachzugehen. Ja, vor allen Dingen bei den Ländern, die besonders gefährdet sind. Wir müssen sozusagen eine gemeinsame Basis dafür aufbauen. Was sind das eigentlich für Bedrohungsszenarien? Eine Klarheit haben. Es gibt inzwischen einige Literatur dazu, aber wir sind gerade dabei, sozusagen die Sachen nochmal zusammenzustellen, auch auf Wunsch dieses Bündnisses. Was gibt es an Möglichkeiten auf verschiedensten Ebenen, damit umzugehen? Also es ist eine ganz andere Sensibilität für dieses Thema notwendig. Und das gilt natürlich sowohl für die Polizei, aber auch für die Nutzung von Sicherheitsbehörden an der Stelle. Ja, ganz herzlichen Dank, aber du hast noch ein bisschen. Ja, es gibt ja auch im Ausland dort Untersuchungen, ich nenne mal Lettland, Taiwan. Versuchen Sie da auch Kontakte aufzunehmen, Informationen sich von diesen Ländern zu besorgen, weil ich glaube, die sind ein bisschen weiter als wir. Ganz also kurz. Ich hatte ja gesagt, dass wir sozusagen die Initiative aufgenommen haben, dieser sozusagen Vertreterinnen auch von diesen 11 Ländern, gerade intensiv dabei sind, die Arbeit dazu aufzubauen. Ja, wir selber sind jetzt auch, wie genauso wie viele andere Akteure, nicht, die schon ewig dazu gearbeitet haben, aber haben das als Schwerpunkt auf alle Fälle identifiziert und werden jetzt dazu intensiv arbeiten. Ja, ganz herzlichen Dank. Damit hat sich der Tagesordnungspunkt erschöpft. Ich möchte Ihnen drei ganz herzlich danken für Ihre diesjährige Anwesenheit und auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. Insofern herzlichen Dank. Und wir sehen uns, aber in dieser Runde sehen wir uns erst nächstes Jahr aller Voraussicht nach wieder. Also ganz herzlichen Dank und gute Heimreise durch das Verkehrschaos von Berlin. Ich stelle damit fest, dass wir den Tagesordnungspunkt 1a bis c abgearbeitet haben und wir den Bericht damit zur Kenntnis genommen haben. Insofern können wir jetzt auch die Übertragung im Parlamentsfernsehen einstellen.